Ja, und da sind wir schon wieder zurück mit King's Quest 7, The Princess Bride, Kapitel 2. Troll bleibt Troll. Na, dann gucken wir auch mal, was hier passiert. Ui, wow, ist das Rosella? Ja, sieht die heiß aus. Wow, mit langen Öhrchen. Haha. Und wer ist er? Willkommen, du wundervollste aller Prinzessinnen. Ah, ist der blind? Ha? Oh. Wer bist Das ist du? die große Frage. Ich bin König Ota Fenris der Dritte, Aha. Herrscher der vulkanischen Unterwelt. Und du bist Prinzessin Rosella, stimmt's? Ja, mit langen Ohren und ganz klein. Die bin ich, Majestät. Woher kennst du mich? Wo bin ich? Ich habe eben ein wunderschönes Schloss gesehen. Wo kann ich es bitte finden? Ganz woanders. Ein Schloss? Ach das ist ein langweiliger Ort. Ja. Du würdest es nicht mögen. Ach, wäre ich mir nicht sicher. Oh ja, also das habe ich nun wirklich nicht erwartet. Was denn? Majestät, was hast du nicht erwartet? Was ist hier los? Ja, guck mal in den Spiegel. Dann siehst du's. Ich habe wirklich nicht erwartet, dass du so hübsch bist, mein liebes Fräulein. Also der Du hat wirst echt die Tomaten auf den strahlendste Augen. Braut in der ganzen Welt Aha. sein. Schön. Braut? Braut? Schau mal, König Ota. Ich fühle mich zwar sehr geehrt und so, aber ich kann dich nicht heiraten. Ich kenne dich doch nicht Na mal. und? Wenn du mich jetzt also entschuldigen würdest. Oh. Ja, hübsch. Ich bin... Ein Troll, ja. Ein Troll, Genau. wertes Fräulein. Ein Ja, Troll? wie schön. Sei bitte nicht traurig, Prinzessin. Du siehst toll aus für einen Ja, Troll. besonders schön. Seht ihr Mädels, so einfach ist das. Wieso bin ich ein Troll? Ich bin doch kein Troll, oder? Doch. Komm mit mir, Prinzessin. Lass mich dich in deine Kammer begleiten. Kammer? Vielleicht fühlst du dich besser, wenn du dich ausgeruht hast. Na, schauen wir mal. Ein Troll? Jetzt krieg dich wieder ein, Mädel. Oh je, oh je, oh je. Na, das kann ja heiter werden. Oh weia. Wer ist das? Das ist Mathilda, das verrate ich Ein euch. Troll? Was? Na? Okay. Oh, das ist aber ein schönes Ein Zimmer. Troll? Ich kann's nicht Ja, wir glauben. auch Ich nicht. bin ein Troll. Ja! Und nicht irgendein Troll. Nein! Oh nein. Ich bin mit dem Trollkönig verlobt. Was gibt's Schöneres für ein Mädchen als das? Ja, es gibt vielleicht auch Schlimmeres und wir haben gerade gelernt, Schönheit liegt immer im Auge des Betrachters. Und wir betrachten uns nochmal im Spiegel, weil das so lustig ist. Ja. Also das Spiegelbild finde ich auch ganz besonders schön. Gut, dann schauen wir uns nochmal das Bildchen hier an. Okay. Können wir aber nichts weiter mit tun. Und dann gehen wir auch gleich wieder aus dieser Kammer raus. Wir könnten jetzt auch auf dem Bett sitzen bleiben. Aber vielleicht wollen wir ja auch unsere wahre Gestalt wiedergewinnen. Das ist nämlich das Ziel in diesem Kapitel. Jo. Und da begeben wir uns gleich auf den Weg. Uiuiui. 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 Das ist eine Dickmadam. Wer bist du, kleines Fräulein? Du bist kein echter Troll. Ich kann direkt durch dich hindurchsehen. Was willst du von König Ota, du Nichts. Menschenbrut? Oh, ist die nett. Nichts? Überhaupt nichts. Nö. Ich wollte mir nur diesen Teich anschauen und dann habe ich gesehen... Quatsch, Mädel. Du versuchst den Thron der Unterwelt an dich zu reißen. Nein! Thronräuber! Usurpator! Aha.
Das flennt die auch noch? Nein, du bist keine Thronräuberin, du armes, kleines Ding. Die ist aber schnell überzeugt. Du musst nicht weinen. Ich hab's nicht bös gemeint. Es ist nur, weil König Ota in letzter Zeit so seltsam ist und diese fürchterliche Frau hier überall rumschnitzelt. Was für eine Frau? Ich weine ja gar Nein. nicht. Nein, du heulst nie, ne? Nö, im Gegensatz zu Valerie. Natürlich tust du das nicht, Liebes. Jetzt hör mir gut zu. Okay. Ich kann dir helfen, wieder ein Mensch zu werden. Das ist doch klasse. Und wie? Das könntest du? Ja. Bist du eine Zauberin? Ja. Eigentlich nicht so ganz. Ich bin Mathilde. Ich war einst König Otas Kindermädchen, als er noch ein Lüttertroll war. Jedenfalls kann ich dir eine Liste mit Zutaten für einen Zaubertrank geben, der dich in einen Menschen zurückverwandelt. Und ich darf's einsammeln, wa? Aber du musst auch was für mich tun. Alles, was du willst. Ja. Über diesem Königreich befindet sich ein düsteres Land, Uga Buga genannt. Unsere Königreiche waren zwar nicht gerade verrückt aufeinander, aber wir hatten gute Beziehungen. Aber jetzt, wegen ihr, greifen die Uga Bugas jeden Troll an, der seinen Kopf aus dem Boden Wer steckt. Ist denn sie? Fräulein, wenn du wieder ein Mensch bist, kannst du dann der Sache da oben auf den Kopf Ja, aber nun sag, was wir brauchen. Ich hab das dumpfe Gefühl, unser Königreich befindet sich in furchtbaren Schwierigkeiten. Na toll. Natürlich mache ich das, Mathilde. Caro. Wunderbar. Ja, nun erzähl mal. Jetzt hör mir zu, Mädel. Ja. Bring mir ein paar geröstete Käfer. Lecker. Eine Schuppe vom Kristall. Oh ja. Smaragdfarbenes Wasser, einen Silberlöffel und eine Schale aus Gold. Na gut. Verstanden? Ja. Verstanden. Schön, dann werden wir uns mal auf den Weg machen, das ganze Zeug zu besorgen. Das kann sehr heiter werden und langwierig. Da kommt nämlich noch was an. Blöde alte Spielzeugratte. Das ist nicht das, was ich mir gewünscht habe. Das ist doch uns egal. Ich wollte eine Streitaxt. Eine Streitaxt. Eine Streitaxt. Spike! Zeit fürs Essen! Ja! Und vergiss nicht dein neues Spielzeug! Nein! Sorry. Ja, genau. Blöde, dumme Ratte. Jetzt halt den Rand, du blödes Ding da, was immer du bist. Oh, habe jetzt diese Cutscenes endlich mal ein Ende. Ich möchte weiterspielen. Wir greifen uns erstmal die Ratte. Hier irgendwas, das sieht ja interessant aus. Gucken wir mal. Okay. Was ist denn das? Ein Schild. Sehr schön. Und kann man da... Ups, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Na, macht nichts. Wir können uns auch hier noch auf den Thron stellen und König spielen. Haha. Na, sehr schön. Und hier sieht's aus, als wenn da irgendwer säße. Gucken wir da doch mal rein. Und, wer seid ihr? Herr Troll, darf ich mit dir reden? Offenbar nicht. Der schnarcht vor sich hin. Sehr schön. Na, super. Ich liebe schnarchende Männer. Was ist mit dem hier? Entschuldigung, Sir? Sir hört auch nicht. Der schnarcht auch vor sich hin. Naja, gut. Okay, dann können wir da wohl nichts ausrichten. Gehen wir wieder weg. Von hier aus. Ui. Ah, das ist die fiese, böse Dame. Wahrscheinlich auch die, das andere Tor dazu gemacht hat. Rülps. Hast du gehört, Steffi? Der hat gerülpst. Mistviech. Der Mistviech zu dem gesagt. Guck mal hier, der kleine Köter. Bah. Die ist aber reizend. Was ist denn das? Ja, Hogan. Jetzt kommst du aber ins Schwitzen. Und wie? Quatsch. Ich hab keine Angst vor dat scheußliche Mädel. Wenn ich wollt, könnte ich sie wie eine Möhre in zwei Hälften brechen. Ja, ja.
Typisch wieder. Ja, ist ja gut, sie steht gerade hinter dir. Und? Ja, ja, so viel dazu. Ein blutiger Trollmann. Na gut, vielleicht können wir aber jetzt etwas mehr von denen erfahren, wenn ich hier mal irgendwann weitermachen kann. Das war nicht witzig, Blutter. Doch, das fand ich total lustig. So, ich will jetzt weiterspielen. Okay, es geht weiter. Hurra, dann reden wir doch nochmal mit denen. Entschuldigung, meine Herren. Aber wer war diese große, imposante Frau? Ihr Name ist Malizia. Mhm. Und um die Wahrheit zu sagen, junge Dame, niemand weiß, wer sie wirklich ist. Ich weiß, wer sie ist. Sie ist ein Scheusal, das ist sie. Halt die Klappe, Hogarth, du hast ja von nichts eine Ahnung. Es gibt Trolle, die behaupten, sie ist eine böse Fee, die aus Eteria rausgeworfen wurde, von da oben in den Wolken. Und alles, was ich weiß, ist, dass sie früher nicht hier rumhängen. Aber jetzt ist sie da, die ganze Zeit. Wir würden dir gern mehr erzählen, hübsches Fräulein. Aber das lassen wir lieber. Warum? Oh, echt? Nicht mehr? Gibt es nicht noch was, was du mir über Malizia erzählen bitte. Kannst? Nein, Fräulein. Oh, schade. Sorry. Ne, keine Chance. Ah, der redet unter Wasser ganz normal, wie schön. Gut, also dann nicht. Gut, gucken wir mal, was hier hinten sich verbirgt. Auch das ist ganz interessant. Da müssen wir nämlich als nächstes hin. Ein Koch. Bestimmt wieder ein französischer Koch, oder? Dann wollen wir aber selbstverständlich einen auch Froschlippen, einen Schuss Mäusenasen, einen Spritzer Spinnebeine. Oh, was für ein tolles Gebräu. Du bist fantastisch. Du bist der beste Eintopf von Welt. Alles, was noch fehlt, ist eine saftige Fledermaus. Oder eine zarte Ratte. Nö, eine zarte Ratte. Oh, wie praktisch wir haben zarte Ratte für dich. Komm, wir geben dir. Zarte Ratte. Ja, für dich auch. Puh, pfui Teufel. Oh, Entschuldigung, oh. Ich hab das nicht so gemeint. Nö. Na? Raus aus meiner Küche. Meine Küche. Du Banause. Und ab. Und raus. Na gut. Den müssen wir austricksen. Schreit doch nicht so, Mädel. Ist ja furchtbar. Da liegt auch noch ein Löffel rum. Vielleicht können wir den klauen. Vielleicht ist es ein Silberlöffel. Okay. Also. Keine Angst, mein kleiner Eintopf. Wie soll ein Eintopf bitte Angst haben? Schrecklichen Mädchen, ihre unwürdigen Lippen werden dich niemals berühren. Doch, na das ganz garantiert nicht, aber du fliegst gleich aus deiner Küche raus. Das machen wir nämlich jetzt mit Trick 17. Pass mal auf, wie das geht. Ganz schnell. Hier, kleine Spielzeugratte. Musik finde ich cool in der Küche. Was ist los? Wer ist... Eine saftige Sachte Ratte, ja, das ist Mama. Genau das Richtige für meinen Eintopf. Komm her, mein kleiner Leckerbissen. Ganz toll, besonders die Aufziehmechanik dürfte allen Trollen sehr munden. Rums, wums, krach, Ratterzong. Oh, wo ist sie hin? Wo ist sie hin? Oder ich kann ein Haar sprechen, dieser französische Koch. Und, will jetzt meine Ratte wieder haben? Da kommt sie. So, wie schön. Wir haben in der Küche freie Bahn. Auch der Löffel ist weg. Das ist ja schade. Na, schauen wir uns mal ein bisschen um. Ah, oh, die schleicht hier immer so furchtbar. Das ist so langsam. Hier könnte man glatt einen Elch kochen. Kochen? Na, lieber braten. Mein Gott. Oder auch nicht. Die machen das wohlmöglich. Die machen das womöglich. Ja, sicherlich machen die das. Was knurrt denn da? Egal. So, was ist das hier? Ich bin mir nicht sicher, ob das die Goldschale ist. Das werden wir aber sofort auf der Stelle überprüfen. Das steht nämlich irgendwo, wenn ich es hinkriege.
Was sagt das da? Sagt es Gold? Sieht aus wie Gold, oder? Ja. Ich hoffe es. Ja, das ist meine Goldschale. Weil hier gibt's noch eine, aber die ist aus Messing und dann müssen wir nochmal holen. Das ist dann blöd. Das ist auch ein interessantes Gerät. Da schauen wir uns an. Aha. Wie so ein Kaugummiautomat. Und was kommt da raus? Was ist das? Aha. Aha. Na? Das sind dann wohl die gerösteten Käfer. Mmh, wie toll. Super bekömmlich, aromatisch und hallo? Einfach köstlich. Das genügt, um jemanden Albträume zu verschaffen. Ja, und totale Blähungen oder so. Okay, also da hätten wir doch schon die Goldschale und die gerösteten Käfer. Aber es fehlen uns schon doch noch ein paar Sachen, ne? Jo, dann würde ich sagen, dann verschwinden wir aus dieser Küche. Mehr ist da nicht zu holen. Den Koch lassen wir da schön drin. Und raus und gucken, was uns diese trollige Unterwelt noch zu bieten hat. Lauf zu, Rosella, lauf zu. Also wie gesagt, ich kann hier leider nichts an der Geschwindigkeit drehen. Manchmal ist es zu schnell, manchmal ist es zu langsam. Hier ist ein gedeckter Tisch, den brauchen wir aber nicht. Sitzen da jetzt andere oder sind das noch die beiden Knaben? Das müssten jetzt eigentlich andere sein. Wir gucken mal. Ah, das sind zwei Damen. Weißt du, Benni, ich habe in letzter Zeit irre Schlafprobleme. Blotter schnarcht wie ein Drache mit Sodbrennen. Das klingt nicht gut. Das kann ich dir sagen, Eglantin. Ich habe dasselbe Problem mit Hogan. Deshalb nehme ich jetzt feuchten Schwefel. In der Nacht werfe ich davon einen Klumpen ins Feuer und das Problem ist erledigt. Aha. Ich schlafe dermaßen tief, dass mich der Hogan manchmal mit einer Blume wecken muss, die er mir unter den Rüssel hält. Du musst ja schlafen wie ein Stein, dass du eine hässliche, stinkende Blume brauchst, damit du aufwachst. Ja, ja, man lernt jeden Tag was Neues. Ja, und wir haben auch gerade was gelernt. Also wir haben gelernt, dass Schwefel im Feuer Trolle zum Einschlafen bringt und Blumen sie wieder aufwecken. Wir können ja mal mit diesen beiden Damen ein bisschen Konversation betreiben. Entschuldigung, liebe Damen. Habt ihr irgendetwas von Malisha gehört? Na? Oh, schau mal, Benni. Das ist die neue Braut des Königs. Ist sie nicht ein süßes, kleines Ding? Ja, total süß. Oh, meine Liebe, du wirst der glücklichste Troll der Welt sein. Stimmt. Oh, das wird die wundervollste Hochzeit, die es je gegeben ja, hat. Garantiert. Und wird bestimmt die wunderschönste Braut sein, nicht wahr? Ach, ich muss immer weinen bei Hochzeit. Schon wieder Geheule. Nein! Nein! Oh nein, die plärt ja richtig doll. Trolltränen brauchen wir nicht zufällig, ne? Nee. Grünes Wasser brauchen wir noch. Und eine Drachenschuppe, eine silberne. Haben die noch mehr zu sagen? Entschuldigung? Meine Damen? Na? Nee. Okay, die heulen nur noch. Gut, das reicht dann aber auch einmal. So, hab ich jetzt einfach abgewürgt. Hier geht es auch noch weiter. Dann schauen wir doch mal, was es da gibt. Oh, ein Schmied und ein, weiß ich nicht, noch ein Schmied. Keine Ahnung. Mit dem Quatschen hier, jetzt ja. Lauf, Rosella, lauf. Du watschelst wie eine Ente. Entschuldigung, Meister. Aber ich habe mich gefragt. Was denn? Zermarter dir nicht länger dein kleines Hirn, du süßes Knöllchen. Ich bin der Troll deiner Träume. Ja, garantiert, so siehst du aus. So. Entschuldigung. Hör mir gut zu, ich bin mit dem König verlobt. Du hast richtig gehört, mit dem König. Ja, so ist das. Oh, naja, ich respektiere den König, Otar. Darauf kannst du wetten. Tut mir leid, mein kleines Runkelrübchen, aber mit unserer Liebe soll das wohl nicht sein. Aber sag Bescheid, wenn er sich das anders überlegt, okay? Na, garantiert. Gitti, 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 gitti. Hau ihm eine rein, Rosella. Nee. Und wer ist er hier? Quatschen wir auch noch mit. Hallo. Entschuldigung.
Ich wollte dich nicht erschrecken. Ich bin Rosella von Daventry. Oh, das ist schon in Ordnung. Es stört mich nicht, von einem entzückenden Wesen wie dir unterbrochen zu werden. Was kann ich für dich tun? Der ist hier irgendwie erstarrt gerade. Du bist wirklich der höflichste Troll, den ich je getroffen habe. Oh, Entschuldigung. Ich meine... Entschuldige dich nicht, meine Liebe. Ich verstehe schon. Ich halte es in der Gesellschaft der meisten anderen Trolle auch nicht aus. Der Meisterjuwelier Oppi Goldwert steht zu deinen Diensten. Aha. Du magst keine anderen Trolle? Tja. Du musst sehr einsam sein, Oppi. Der arme Kerl. Das bin ich, Rosella. Um die Wahrheit zu sagen, ich gebe alles darum, diesen Ort zu verlassen. Am liebsten würde ich nach draußen gehen und mein Glück in der Welt versuchen. Vielleicht könnte ich sogar Hofjuwelier von Etheria werden. Aha. Und warum versuchst du es nicht? Ja, weil die ja in Überbugger jeden fressen, der da rauskommt. Alles, was mir gehört, sind dieser alte schäbige Hammer und dieser verkratzte Meißel. Aha. Entschuldige, meine Liebe, aber ich muss wirklich erst diesen Auftrag erledigen. Okay, gut. Ah, jetzt bollert der auch weiter. Gut, das heißt, wenn wir dem irgendwie ein bisschen Kohle geben, kriegen wir vielleicht Hammer und Meißel von dem. Wäre ja nicht unpraktisch. Lass uns mal einen Blick in die Höhle werfen. Hier stehen auch noch ganz viele interessante Dinge, aber dazu später mehr in diesem Kapitel noch. So. Hier stinkt's nach faulen Eiern. Das kann nur Schwefel sein. Ja, den können wir vielleicht gebrauchen. Gucken wir mal. Erstmal greifen wir uns in schleichender Geschwindigkeit diese Laterne. Gucken wir mal rein hier. Na, sehr angezündet sieht die noch nicht aus. Und das hier sieht doch aus wie grünes Wasser. Na? Wie geht? Was ist das? Grünes Wasser. Grünes Wasser? Ja. Grünes Wasser. Nimm's mit. So, diese Schale werden wir jetzt mit uns rumtragen bis ziemlich zum Ende des Kapitels, ohne auch nur einen Tropfen davon zu verschütten. Und hier klebt noch was, das werden wir uns mal näher betrachten. Da hopsen wir aber gleich rüber. Ja, so. Nein, da doch nicht. Das macht sie aber immer. Das macht sie sogar in der besser laufenden englischen DOS-Version. Ja, du hast doch gesagt, du sollst dich da hinstellen. So, da kann sie nämlich da drauf hopsen. Ja, die kann springen, was? Ja, da wird so manchmal ein Springer neidisch. Aus dem Stand. Ohne Anlauf. Dann gucken wir uns doch dieses komische gelbe Zeug da mal an. Hm. Vielleicht ist das Schwefel. Das ist garantiert Schwefel. Nimm mit, Rosella. Nimm mit. Hammer, jetzt ist das der Schwefel hier. Nasser Schwefel, toll. So, dann gucken wir mal. Die beiden badenden Damen, die haben ja gesagt, man müsse Schwefel in Feuer schmeißen, dann schlafen Trolle. Das können wir ja gleich mal an dem Schmied versuchen, wenn die Dame sich hier mal ein wenig eilen würde. Ja, das war Windhof. Punkt 3, schieß mich tot. 3 Punkt, schieß mich tot. So, wir werden das jetzt... Hallo? Ich kann ja gerade nichts machen. Jetzt wieder gut. Dann schmeißen wir doch hier mal den Schwefel ins Feuer. Und gucken, ob der einpennt. Und ob wir da irgendwas Interessantes greifen können. Schauen wir mal. Und ja! Hurra! Was ist los, Mama? Ist es Zeit, um in eine Falle zu gehen? Genau. Angenehmes Flohbeißen. Genau, gute Nacht. Angenehmes Flohbeißen. Hier steht ein kleines Kistchen. Das ist aber zu heiß. Das sollten wir uns mit dieser Zange greifen. Ich kürze das jetzt nämlich einfach ab. So, und dann halten wir das hier in den Wassereimer, damit es abkühlt. Ja, das weiß ich eben, weil ich das Spiel schon, weiß ich, 3000 Mal oder was gespielt habe. Mindestens. So. Gut, sehr schön. Und? Was ist drin? Was ist drin? Ja! Das sieht uns da. Jetzt müssen wir erstmal diese Zange wieder anhängen. Toll. Auch das.
Das dauert wieder ein kleines bisschen, weil sie da so schrecklich langsam rumlatscht. Und wir können hier noch mit dem Blaseball ein wenig umspielen, wo wir schon da stehen. Und nochmal, weil es so viel Spaß macht. Und eine Laterne, die nicht leuchtet, ist keine echte Laterne. Also werden wir die mal zum Leuchten bringen. Da sparen wir uns nicht einen Weg. Sowieso noch Grenne genug in diesem Kapitel. Kann ich euch schon jetzt versprechen. Ja, genau. Und schaut mal her. Sollten wir also irgendwo in Dunkelheit geraten, haben wir eine Laterne mit Funken. Toll, der pennt. Für den brauchen wir auch welche Kohle. Und uns fehlt auch noch eine Drachenschuppe, sonst hätten wir nämlich schon alles beisammen. Also gehen wir mal hier hin, da waren wir nämlich noch nicht. Genau. Jetzt läuft sie wieder schneller, das ist aber schön. Oh, guck mal hier, ein Aufzug. Da geht's dann irgendwann rauf. Das sieht nicht sehr stabil aus. Nee, deshalb lassen wir den jetzt auch in Ruhe und gehen mal hier lang. Oh, da oben steht ja noch eine kleine Karre. Süß. Da erschrecke ich jedes Mal zu Tode, wenn der kommt. Keinen Schritt weiter. Ah, wollen wir sie mal sterben lassen, Tag, oder? Sir. Geht das nicht? Ich bin... Ist mir doch egal, wer du bist. Das ist meine Brücke. Und ich lass dich nur vorbei, wenn du mir 1000 Bleiklumpen und deinen Rattenlutscher gibst. Okay. Na klar. Ja. Nee, wir lassen sie nicht sterben. Wir gehen hier gleich erstmal zu diesem komischen kleinen Karren hoch. Und schau mal, ob wir damit da runterfahren können. Ich glaube, das ist um. Ich frage mich, ob man diesen kleinen Karren reparieren kann. Kann man garantiert, weil wir haben nämlich dieses tolle Schild und wir haben diesen Pin dazu. Hier, das sollte genügen, damit dieses Schild nirgendwo hingeht. Genau, also wir können jetzt wieder raus und wir können reiten, was natürlich Quatsch ist. Im Englischen heißt es ride, aber im Deutschen würden wir sagen, wir fahren mit dem Ding. Also fahren wir mal los. Ja, wieder toll übersetzt. Haben sich die Übersetzer viele Gedanken gemacht. Ja, freue ich mich immer so in der deutschen Version. Wobei die hier wirklich besser ist als alles andere aus der Zeit, was ich kenne. Yo, oh, der arme Kerl. Ja, da schwimmt er davon. Oh Gott, das tut mir jetzt aber echt leid. Ja, gut, wir können auf jeden Fall mal weitergehen. Toll. Und unsere Goldschale ist immer noch voller grünem Wasser und das wird auch nicht verschüttet und nichts. Und ich bin auch ganz heilfroh, dass Rosella hier nicht in diese Schluchten kippt, aus Versehen, sondern ganz brav drumrum läuft. Ja. Weil wir die frühen King's Quest-Folgen kennen, eins mit dem Bodenstock, das war grauenvoll. Oder King's Quest 3 war furchtbar. Hey, wer bist denn du? Ein Drachen! Wir haben einen Drachen gefunden! Der könnte uns gleich mal eine Silberschuppe geben. Nu, mach schon. Bist du ein Drache? Ja, bestimmt, oder? Bin ich ein Pferd? Das bin ich. Doch. Hab keine Angst, kleiner Troll. Nö, haben wir gar nicht. Du bist das schönste Wesen, das ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Ja. Danke. Du bist sehr freundlich. Früher hätte ich gelächelt. Aber jetzt weiß ich, dass ich nie mehr glücklich sein werde. Der arme Kerl. Was hat dich so traurig gemacht? Ich habe meinen Lebenswillen verloren. Ach, du liebe Zeit. Der letzte Funken ist entwichen. Funke? Da werden wir doch gleich mal hellhörig, ne? Wie praktisch, dass wir unsere... Na, nun mach hinne hier. Wie praktisch, dass wir unsere Laterne schon mit einem Funken ausgestattet haben. Vielleicht nützt es ja was. Guck mal. Das ist nicht zufällig die Art von Funken, die du gemeint hast, oder? Ein Funke. Gott schütze dich, kleiner Troll. Bitte, gib ihn mir. Ich stehe in deiner Schuld.
Hier, nimm diesen Diamanten. Mit ihm kannst du leben wie eine Prinzessin. Ja, ich bin schon Prinzessin und ich hätte eigentlich lieber eine Silberschuppe. Danke. Er ist wunderschön. Genau. Aber was ich wirklich möchte, ist einer deiner Schuppen. Ja, ja, meine Kleine, was immer du willst. Aber ich kann nicht länger mit dem Fliegen warten. Ich gebe dir eine Schuppe, wenn ich wiederkomme. Okay. Na gut, auch das ist aber ein netter Drachen, oder? So nette Drachen gibt's selten, außer in der unendlichen Geschichte vielleicht noch. Fuchur war auch nett. Und... Leb wohl. Tschüss. Oh, das ist so schön. Das finde ich so toll. Von der Grafik her ist es wirklich bezaubernd schon gemacht. Ja, das Spiel ist ja schon ziemlich alt. Da fliegt er rum. Oh, sehen wir ihn jemals wieder? Oder müssen wir woanders nach der silbernen Drachenschuppe suchen? Ihr Lieben, diese Folge ist jetzt doch schon arg lang. Und obwohl ich gesagt hatte, ich werde pro Kapitel eine Folge machen, denke ich, können wir an dieser Stelle mal einen kleinen Schnitt machen. Und in der nächsten Folge seht ihr dann, wie es weitergeht. Wird Rosella noch an die Drachenschuppe kommen? Wird sie ihre menschliche Gestalt wieder erringen? Das erfahrt ihr dann. Bleibt dran!